ist übrigens schön, dass das Click-and-Fight-System so ausgelegt ist, dass... Oh, hi. Oh, hi. Dass die Ramböcke, wenn sie ihren Befehl ausgeführt haben, einfach wieder dem Titanen folgen. Aus dem Bild! Aus dem Bild! So, hier ist abgerissen. Also ja, seht ihr, die folgen ihm einfach weiter. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Oh, da ist ein Heldenmonument. Ich höre! Zur Seite! Zur Seite! Oh, kommt nur her! Die Ahnen rufen uns! Lasst sie nur kommen! Das ist eine Falle! Das ist euer letzter Fehler! Unsere Helden noch dann dabei zu haben, das macht das Ganze noch einfacher. Ich höre! Zur Seite! Können die durch die Mauer angreifen? Nach Platz. Nein. Mehr davon! Los! Die Diener der Nacht sind hier! Das ist euer letzter Fehler! Sie kreisen uns ein! Kommt nur her! Die Ahnen rufen uns! Na, was haben wir verloren? Lasst sie nur kommen! Sieht nach einem Krieger aus. Wow, kommt nur her! Das ist ein Hinterhalt! Zur Seite! Lasst sie nur kommen! Die Linien müssen halten! So, das ist Stufe 18. Und ich hab ja gesagt. Standhalten, Männer! Ich will erstmal das hier hochhaben. Auf was war's nochmal? Nicht das Ding. Ja, auf Stufe 8. Attributspunkte. Zu Befehl. So, Helden. Ja, zur Seite. Macht Platz. Heilzeug. Also ja, wir können mal kurz vergleichen. Ich werde jetzt die Heilzauber hier nicht reinpacken, aber der kostet 26 Mana. Also wird er wahrscheinlich 28 kosten, der 5er. Oh. Scharfschützenbogen, Lederwams, ein paar nette Sachen. Ja, zur Seite. Wobei das Beste wäre es, aus dem Bild zu sagen, ihr folgt dem Avatar. Ihr seid schwach. Haltet durch, Männer.
Lasst sie nur kommen! Das ist ein Hinterhalt! Ich höre! Oh, da muss man wirklich ganz außen rumlatschen, um da runter zu kommen. Okay. Nidhal für mich rächen! Stehe bereit. Verstanden. Ach nee. Die Rune ruft? Das war falsch. Du bist... Schäffchen. Aber ja, da geh du mal da lang. Oh, Schild des Galerius. Hm? Rotseidenhose, okay. Da gibt hier ja ein paar Truhen zum Plündern. Also die da habe ich noch gesehen. Kann ich von hier aus plündern. Zwergenachs und ein paar andere nette Sachen, okay. Ja gut, jetzt hat mein Priester halt keinen Fernkampf mehr. Die Truhen noch. Aber ansonsten sehe ich keine Truhen dann mehr, oder? Die habe ich jetzt gerade. Die habe ich. Die habe ich noch nicht. Die habe ich schon, okay. In der Ecke ist auch keine Truhe. Ja. Dann geht es einmal, glaube ich, hier herum und dann sind wir auch schon wieder durch. Und dann haben wir eigentlich auch alles abgeklappert, was es abzuklappern gibt. Hinfort mit euch! Ja! Aus dem Will! Riesenfeldspinne, hä? Was hat gerade noch ein bisschen fehlt, ist dem sein Greif. Wer ruft Platz? Wer ruft Platz? Macht Platz! Aus dem Weg! Zur Seite! Zur Seite! Wird er irgendwo hier gefangen gehalten? Von Spinnen? Zur Seite! Phantomspinne, oh. Ja, ich habe eigentlich gedacht, der Greif wäre hier oben irgendwo. Nidhal für mich rächen! Das ist eine Falle! Lasst sie nur kommen! Kommt nur her! Wehrt euch, Schwestern! Ja, und dadurch, dass die Phantomspinne in der Ecke da ist und nicht richtig angegriffen werden kann. Zu den Bögen! Ich höre! Aus dem Weg! Hey, das erste bisschen Lichtseide. Brauche ich ja für feine Stoffe. Aus dem Weg! Zur Seite! Oh, hier oben war ich noch nicht, fällt mir gerade so auf.
Ja, macht Platz! Ah ja, die erste Phantomspinne haben wir und damit auch die erste Seide der Phantomspinne. Ich höre es! Ich glaube, da oben ist der Greif am höchsten Punkt. Macht Platz! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Ist auch nett anzumerken, dass Whisper nur einen einzigen Seenfelsen hat. Mehr davon! Ich höre! Ach herrje. Na, der scheint nicht sonderlich gut auf mich zu sprechen zu sein. Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Den schaffen wir auch alleine. Die Linien müssen halten! Wir haben ja jetzt eine göttliche Heilung. Standhalten, Männer! Wer ruft mich? Stempel! Aus Stempel! Also ja, ich kann mich mal selber heilen. Die Linien müssen halten! Ich hoffe, es bin voll. Ohne für Menscharbeiter. Hi. Der Greif ist verletzt und wirkt verängstigt. Du bist frei. Fliege zu deinem Meister. Du bist frei. Fliege zu deinem Meister. So. Mach Platz. Unsere Armee kann ich auch mal. Aus dem Bild! Dahin bringen. Guck mal kurz. Ich habe einen Krieger verloren. Den bilde ich jetzt auch noch schnell aus. Zu allem entschlossen. Geht es los? So, da ist es bis eigentlich so gut wie abgeschlossen. So, warten wir noch, bis wir bei Uta sind. Wie es einem eigentlich so auffällt, wir haben noch keine einzige dunkle Volksrune. Also keine Rune der dunklen Völker. Ja. Der Greif muss noch zu Uta zurück. Und dann sind wir eigentlich soweit, dass Uta sich wieder auf seinen Greifen schwingen und Ismael besiegen kann. Oh, und da haben wir eine Truhe bei Uta übersehen. Wer da jetzt der Älteste drin ist. Ah, mein treuer Freund. Ja, Questbuch wurde aktualisiert. Sollte da jetzt noch der Älteste drin sein? Nein. Okay. K-
Kehrt zu Uther zurück und sprecht ihn an. Es sind alle nötigen Dinge gesammelt. Uther kann nun seine Rache ausführen und Ismael töten. Mhm. Gut, aber ich würde sagen, wir speichern hier mal wieder. So. Und dann gibt's erstmal einen Cut. Bis gleich.